Ja, diese Woche hat der DAX quasi die Schlappe der Vorwoche mehr oder weniger wieder ausgebügelt, ist wieder über der 14.000-Punkte-Marke unterwegs. Patrick, ja, wobei das Thema Impfkampagne hat uns jetzt weiterhin hier verfolgt, auch das Ringen in den USA um ein Konjunkturpaket, aber dafür ist die Stimmung ziemlich gut, oder? Ja, und zwar, weil wir das tatsächlich am Anfang der Woche gesehen haben, du hast es gesagt, dieser Flaschenhals-Impfproblematik, der konnte so ein bisschen gelöst werden, beziehungsweise der gordische Knoten, denn BioNTech hatte angekündigt, 14 Millionen zusätzliche Dosen zu liefern. Die kommen jetzt nicht im ersten Quartal, sondern erst Ende des zweiten Quartals, aber die haben zumindest so diese Angst, dass wir nie aus diesem Lockdown rauskommen werden, etwas den Anlegern genommen. Und dementsprechend haben wir den Monat und die Woche, die beide mit Montag angefangen haben, also es passt auch gut, sehr gut begonnen. Und wir laufen zumindest im Moment auf den 5. Gewinntag in Folge raus, wenn uns die Amerikaner keinen Strich durch die Rechnung machen. Ja gut, da haben wir jetzt auch schon die Jobdaten gesehen. Also bis dahin war es ja eine positive Woche. Und man hat gesagt, okay, jetzt gucken aber alle auf die Jobdaten. Jetzt kamen die Jobdaten und ich schiel mal auf den DAX, was mir ein bisschen schwerer fällt. Bin kleiner als du, aber viel passiert da nicht. Das liegt nur an dem Monitor. Nein, aber tatsächlich, die Jobdaten, das ist angesprochen, mit plus 49.000 neu geschaffener Stellen außerhalb der Landwirtschaft, ist das unter den Erwartungen geblieben. 105.000 waren diese nämlich gewesen. Wir haben auch die Handelsbilanz in Amerika gesehen und die Lohnstückkosten, die sind ein bisschen geringer ausgefallen. Folge, die Märkte haben keine wesentlichen Eintrübungen gesehen, vorbörslich in den USA. Der Euro ist allerdings ein bisschen angesprungen und ein bisschen fester gegangen. Ja, das ist ganz interessant, weil das war diese Woche auch ein Faktor, den Devisenexperten und Marktexperten eben auch für einen DAX-Anschub hier gesehen haben, dass der Euro, der ja quasi eine ganze Weile von der Dollar-Schwäche profitiert hatte, dass der angezogen, dass der quasi sich abgeschwächt hatte und der Dollar dementsprechend hier ja, tatsächlich ein bisschen anderes Bild gezeigt hatte als vorher, aber beim Devisenmarkt sehen wir das ja auch schnell. Die politischen Gegebenheiten können sich schnell ändern und es ist ja auch oft die Frage, sehen wir dann eher eine Euro-Stärke oder Schwäche oder eben die entsprechende Dollar-Stärke oder Schwäche? Was auch immer, dem DAX hat es auf die Sprünge geholfen. Richtig, genau. Und wir nehmen diesen Schwung mal mit, nachdem ja der Januar am Ende des Tages ein Nullsummenspiel gewesen ist. Jetzt gucken wir mal, was ansonsten noch hier auf der Agenda steht. Silber. Silber. Letzte Woche haben wir auch darüber geredet, da waren ja die ganzen GameStop-Turbulenzen auch ein Thema an der Börse. Das sind sie zwar immer noch, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Und dann hatte man in der Woche den Eindruck, nach GameStop sind dann die Schwarmanleger erstmal oder haben zumindest sehr stark auf Silber geguckt, lass es mich so formulieren. Das hat dann zwischenzeitlich auch für ganz schöne Kurssprünge gesorgt. Ja, tatsächlich. Wir waren auf einem 8-Jahres-Hoch, so hoch wie bei seit 2013 mehr über der 30-Dollar-Marke. Aber sind dann auch wieder ziemlich schnell ernüchtert worden, als nämlich diese, du hast es angesprochen, GameStop und Co. und diese ganze Schwarmintelligenz, da die Handelsaufsichten und Politiker aufs Tableau gerufen haben. Am 18. Februar gibt es dazu eine Anhörung im Kongress, wie man da künftig mit umgehen möchte. Ist es die Demokratisierung der Finanzsysteme der Börsen oder tatsächlich sogar ein Belastungsfaktor für das System an sich? Weil wenn da die falschen Kräfte an sich ans Werk machen, können die ja tatsächlich für so eine Art Kernschmelze sorgen. Das war zumindest ein bisschen die Befürchtung. Ansonsten hat man dieser Woche auch ganz gute Laune bei den Autobauern gesehen, denn gerade der wichtige Wachstumsmarkt China scheint ja wieder besser aufgestellt. Ja, genau, das ist das eine. Und wir haben Einzelnachrichten gesehen von Daimler beispielsweise. Mhm. Die sind 8,9% nach oben gegangen. Nicht so sehr, weil sie so tolle Autos bauen oder verkaufen. Das tun sie ja sowieso. Nein, aber weil sie die Truck-and-Bus-Branche, die Truck-and-Bus-Sparte, vielen Dank, an die Börse bringen wollen. Und noch in diesem Jahr. Dazu bedarf es allerdings einer außerordentlichen Hauptversammlung. Die müsste dann im dritten Quartal stattfinden. Und es gibt sogar den einen oder anderen, der vermutet, dass dann dieses neue Unternehmen unter Umständen in den DAX 40 kommen könnte. Den soll es ja dieses Jahr auch noch geben. Und die Zahlen sind ganz gut. Mit 100.000 Mitarbeitern schafft man 2,8 Milliarden Ergebnis in 2019, also grundsolide. Das neue Autounternehmen wird dann Mercedes-Benz heißen, nicht mehr Daimler. Ja, die Frage ist, was dann passiert. Wir haben ja Stellantis gesehen, letzte Woche, Merger. Ich glaube, die Automobilindustrie steht in diesem Jahr und im nächsten Jahr vor einer großen Mergerwelle. Was sagst du denn dazu? Also Autos auf jeden Fall in letzter Zeit vor großen Herausforderungen gewesen. Aber du bist jetzt mit dem Thema Daimler schon mal direkt in die Einzelwerte gesprungen. Dann mache ich mal direkt weiter. Wir haben in dieser Woche mal wieder einen Börsengang gesehen. Den ersten hier, wobei ich wollte schon sagen, hier auf dem Parkett, aber so war es dann doch nicht. Also es war der erste Börsengang, Corona-bedingt. Hier darf außer denen, die hier festarbeiten, niemand rein. Das heißt,
Es war eben nicht auf dem Parkett, es wurde nicht die Börsenglocke geläutet, aber es gab trotzdem natürlich einen ersten Kurs. Das war das IPO von Auto1, ein Online-Gebrauchtwagenhändler. Der Ausgabepreis lag schon am oberen Ende der Spanne, 38 Euro, und der erste Kurs waren dann gleich mal 55 Euro. Also ist recht gut angekommen. Ja, vor allen Dingen unter dem Entertainment-Faktor haben wir uns durch diese Corona-Pandemie echt was genommen. Stell dir doch mal vor, diese ganzen Gebrauchtwagenhändler werden hier rumgelaufen, ne, gib mir mal einen krassen Porsche oder so. 650.000 Autos haben die verkauft, Auto 1, nicht wenig, 3,5 Milliarden Umsatz und jedes Jahr verdoppelt die Zahl. Du guckst wie so entgeistert an. Ich finde es total lustig, wie du dich so Gebrauchtwagenhändler vorstellst, aber ist ja sowieso alles online. Wir schauen auf weitere Einzelwerte, wir haben noch keine Zeit. Bayer. Wir kaufen dein Auto.de. Ich habe doch gar keins mehr. Ach Mist. Schauen wir auf Bayer. Okay, Bayer. Bayer, sehr schön. Die haben einen Teilerfolg erzielt in Amerika in Sachen Glyphosatstreit. Mal wieder. Und zwar mit den Klägeranwälten. Jetzt muss nur noch der zuständige Richter zustimmen. Der war vorher not so amused über das, was Bayer angeboten hatte. Die wollten ja für zukünftige Klagefälle so eine Instanz einrichten, so eine Art Schiedsgericht. Und da hat der Richter gesagt, das ist mir zu sehr auf eurem Terrain, der Ball in eurer Hälfte. Das gefällt mir nicht, da müssen wir nochmal nachverhandeln. Das hat Bayer jetzt gemacht. 2 Milliarden zahlt man. Man hat viel mehr zurückgestellt. Dementsprechend die Aktie mit 10% Potenzial. Gestern 5,3%, heute nochmal 3% im Plus. Also das flügelt die Aktie. Beflügelt war da die Deutsche Bank in dieser Woche. Jedenfalls gab es auf jeden Fall Zahlen und zum ersten Mal seit 6 Jahren wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Da haben wir zum Teil auch Stimmen gehört, ach Mensch, so lange ist das schon her. Aber immerhin, hattest du den Eindruck, hier auf dem Parkett kamen die Zahlen gut an? Gemischt kamen sie an. Gemischt, weil das Argument das ist, dass man sagt, man hat zu viele Sondereffekte, die das Ganze bedingen. Man schrumpft die Investmentbank, gleichzeitig ist die aber die Cashcow mit 3,2 Milliarden Euro, die sie zu diesem guten Ergebnis beitragen. Man hat, und das wirkte dann auch so ein bisschen nach, hier mal angekündigt unter Seewing im Rahmen dieser Umstrukturierung, man möchte 18.000 Vollzeitstellen kürzen. Es sind aktuell tatsächlich schon 2.700, so Pi mal Daumen, aber die Rede ist nicht mehr von diesen 18.000 Stellen, die man kürzen muss. Das wäre nicht in Stein gemeißelt. Und dann haben die Leute, die sich denken, weniger Personal gleich weniger Personalkosten, haben dann mal so ein bisschen auf die Kursbremse getreten. So scheint es zumindest, wenngleich Seewing auch gesagt hat, wir hätten 85% der Restrukturierung schon hinter uns auf der einen Seite und würden sogar vielleicht in Aussicht stellen, mal wieder eine Dividende zu zahlen. Aber wie hoch kann die schon sein? Schauen wir auf weitere Zahlen. Da hatten wir bei Infineon eine leicht erhöhte Prognose fürs laufende Geschäftsjahr. Und bei Siemens steht man vor dem Chefwechsel und hat fürs laufende Jahr nach einem überraschend guten ersten Quartal auch hier die Prognose angehoben. Also ja, dementsprechend gar nicht so schlechte Zahlen, die wir aus Deutschland genau gesehen haben. Genau, Infineon waren die Zahlen ein bisschen über den Erwartungen, aber der Ausblick war nicht so gut. Warum nicht? Weil tatsächlich die Nachfrage, die kommen nicht hinterher. Also die müssen jetzt die Kapazitäten, was die Halbleiter betrifft, in Villach in Österreich ein wenig ausbauen, nicht wahr? Und, das war jetzt ein bisschen Schweizerdeutsch. Ach, ich bin Geografie, vergiss es. So, jedenfalls Villach, ja, Halbleiter, da kommen sie nicht nach mit der Produktion. Die Automobilindustrie hat ja einen enormen Sog. Die brauchen Halbleiter ohne Ende. Und dementsprechend traut man im Moment zumindest fürs erste Quartal Infineon nicht unbedingt zu, dass sie diese steigende Nachfrage werden bedienen können. Das dauert ein bisschen. Die Aktie hat dann erstmal ein bisschen verloren. So, Siemens-Zahlen, die hatten ja schon vorläufige Zahlen gebracht, sind an diesem Tag dann 7,3% gestiegen, jetzt aber nochmal. Und das Tolle ist Gewinnsprung, 38%, 1,5 Milliarden mehr, unglaublich. Und die Auftragsbücher sind voll, plus 11%, 15,7 Milliarden. Und du hast es angesprochen, dieser Chefwechsel. Mhm. Man hat jetzt tatsächlich ein agiles Unternehmen, die Internet of Things, Industrie 4.0. Man ist in den Bereichen Digital, Mobile total weit vorne und ist gut aufgestellt. Und Old Economy darf man zu Siemens, finde ich, jetzt nicht mehr sagen, oder? Also, und das waren jetzt erstmal nur die Zahlen, die wir in dieser Woche aus Deutschland gesehen haben. In den USA gab es auch noch jede Menge Zahlen. Da hat man natürlich auch wieder auf einige der Tech-Riesen geguckt. Aber natürlich auch, Stichwort Corona, Stichwort Impfstoff, auf Pfizer. Und da erhofft man sich eben gerade von diesem Impfstoff offensichtlich einiges. Deswegen noch mehr Schub, also von dieser Kooperation hier mit BioNTech, und hat die Ziele für 2021 weiter angehoben. Stichwort Tech-Werte, da gab es Amazon und Alphabet, die haben starke Zahlen vorgelegt, die jeweils die Erwartungen der Anleger übertroffen haben. Und bei Amazon dann noch was, ja, doch relativ Überraschendes, Chefwechsel. Wer hätte das gedacht? Ja, 1994 mal in seiner Garage mit seiner Frau als Online-Buchhandel gegründet, dieses Unternehmen. Erinnere ich mich noch an Zeiten, wo wir hier auch standen und uns gefragt haben, wann macht Amazon eigentlich mal Gewinn? Jetzt waren es 7,2 Milliarden im abgelaufenen Quartal, 125 Milliarden Dollar Revenues. Also das ist unfassbar, diese Zahlen. Sie haben die Gewinnerwartungen sowas weggeschossen durch die Decke. Also da läuft es, und du hast es angesprochen, der Mann wechselt jetzt an die Spitze des Aufsichtsrats und hat sich
erbeten, sich mehr Zeit für seine Washington Post, die ihm privat gehört, zu nehmen und für Innovation. Und er will von diesen Posten nicht so sehr im Operativen mehr drin sein. Macht also Sinn. Der Chef, der frühere vom Cloud-Geschäft, wird der Nachfolger. Dessen Namen habe ich gerade vergessen, aber ich bin mit Namen eh ganz grottig. Insofern, und mit Schweizerdeutsch. Insofern ist es auf jeden Fall da die Sparte, die Cashcow, das Cloud-Geschäft, was es reißen soll künftig. Also Amazon bei Alphabet haben wir aber auch aktive Werbekunden, ordentlicher Umsatz. Was haben wir da auch von Corona profitiert? Also sieht nicht schlecht aus. Und bei eBay haben wir quasi ein ähnliches Bild im Sinne von, die Leute kaufen online. Und das tun sie zum Teil natürlich dann auch über eBay. Da hat man den Umsatz immerhin um 28% gesteigert. Die Einnahmen legen im vierten Quartal auf 2,87 Milliarden Dollar zu. Also alles, was so das Thema E-Commerce, alles Online-Shopping betrifft, PayPal auch, scheint, genau. Scheint jetzt eben Twitter eher kommt. Krisenprofiteur zu nächste sein. Nächste Woche, oder? Twitter kommt nächste Woche, die Zahl? Schauen wir uns doch genauer an. Ja, ja, das machen wir jetzt. Aber jetzt schauen wir erstmal auf den DAX, so fürs Bild. Ah ja, okay. Ja, dann schauen wir noch mal, was nächste Woche am Start ist. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht wieder ein paar Zahlen. Genau, zum Beispiel die von Twitter, die Quartalszahlen. Wir haben ja aus dem Tech-Bereich ziemlich gute Zahlen diese Woche gesehen. Insofern ist die Erwartungshaltung natürlich bei dem einen oder anderen für die nächste Woche dann auch noch ziemlich hoch. Wir sind jetzt so langsam am Ende der Berichtssaison, also die ganzen Big-Tech-Unternehmen haben berichtet. Es kommt noch Delivery Hero, die mussten jetzt diese Woche ja schon eine Wertberichtigung vornehmen auf ihrem Erwerb des Unternehmens in Südkorea. 1,4 Milliarden, das ist ein ganz schönes Brett, die Aktie daraufhin ziemlich im Sinkflug. Ansonsten, bist du Cola-Trinkerin? Nicht so direkt, aber da legen ja gleich zwei Unternehmen ihre Zahlen vor, Coca-Cola und Pepsi. Aber bei uns ist die Berichtssaison ja auch schon so angelaufen. Und da schauen wir natürlich, was die deutsche Börse so abliefert. Wobei, die liefern ja immer erst abends ab. Und am nächsten Tag ist dann quasi die Nachlese auch hier an der Börse. Da sind wir natürlich auch gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auf die Walt Disney-Zahlen guckst. Ja, da gucke ich ein bisschen Walt Disney Plus. Das ist das, was ich so mit meinen Kindern am Wochenende immer ganz gerne mache. Die haben einen tollen Film, Soul. Kann ich Ihnen empfehlen an der Stelle. Wobei, mein Kollege hinter der Kamera, der ist nicht so der große Freund von Walt Disney. Die nehmen sich einfach immer zu viel Geld von den kleinen Kinobetreibern, habe ich gelernt. Könnte hier bei den Quartalszahlen sich positiv bemerkbar machen, moralisch natürlich, aber dafür sind wir ja nicht da. Verbraucherstimmung der Uni Michigan ist natürlich immer was, worauf wir dann gucken, und Zahlen diesmal aus Großbritannien, AstraZeneca. Das ist natürlich einfach in Zeiten von Corona-Impfstofffortschritten, die man begutachtet etc., ein wichtiges Thema. Und da wird man natürlich auch gucken, wie sich das in Zahlen niederschlägt. Ja, vor allen Dingen, weil ja die Briten wahrscheinlich ein bisschen mehr bezahlen als die Europäer. Da gab es ja viel Hickhack, und da bin ich gespannt, ob sich das tatsächlich schon da ablesen lässt. Also, wieder einiges, auf was wir gucken. Insofern, wir lassen uns überraschen und wünschen Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.